Hi Leute, ich bin Ava und willkommen bei Alles Ava. Ich habe mich mal in Jojo Siwa und in Ava Max verwandelt und es hat mich so gut gefallen und ihr wolltet, dass ich mich mal in Ariana Grande verwandle. Also verwandle ich mich heute mal in Ariana Grande und nicht vergessen, am Ende des Videos kommt noch ein geheimes Wort. Also, wenn ihr es dann gehört habt, dann schreibt es unter meinen letzten Community-Post. Dann weiß ich, ihr habt es dann so weit ins Video geschafft. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch eine Challenge. Schafft diesen neuen Kanal zu melden und das Video zu liken in 1, 2, 3 vorbei. Habt ihr es geschafft? Hoffentlich. Und jetzt fangen wir mal an. Was muss ich als allererstes machen, damit ich mich auch in Ariana Grande verwandeln kann? Und geht es überhaupt mit 9 Jahren? Wir fangen erstmal an. Schwupsi-dupsi. Also, ich habe mir jetzt den Computer geholt, weil ich werde jetzt gucken, was ich so alles über Ariana Grande herausfinden kann. Also, ich habe 2 Stils gefunden, die sie immer anhat. Und zwar so Sommerkleidchen oder Oversize-Pullis mit so Overknees. Also, sind schon echt coole Styles. Also, ich freue mich schon, die auszuprobieren. Und jeder weiß, dass sie diesen großen Ponytail hat. Den brauchen wir dann auch noch anhaben. Ich zeige euch jetzt mal alles ganz schnell, was ich gefunden habe. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, Nummer 11. Wir gucken jetzt erstmal, ob ich so ein Oversized Hoodie habe und vielleicht gucken wir noch, ob Mama so diese Heels hat. Können wir sagen, dann gehen wir mal hoch. So, ich habe jetzt die Sachen gefunden, die wir brauchen. Und zwar diese Boots habe ich bei Mama gefunden. Und ist es nicht ein Zufall, dass die sowas anhatte? Genau in dieser Farbe. Ist doch richtiger Zufall. Ich denke, die mag die Farbe. Also ich denke, ich ziehe mir jetzt das Outfit an und gucke mal, wie es aussieht in einer 9-Jährigen. Dann gehen wir mal nach unten. Bip, bip, bip. So, wir sind jetzt unten und ich denke, ich werde jetzt erstmal alles anziehen, aber ich bin echt gespannt, wie es an einer 9-Jährigen aussieht. So, also, ich bin jetzt umgezogen. Ist ein bisschen sehr schwierig, in diesen Dingern zu laufen. Ja, dann machen wir mal weiter. Und zu stehen. Schwieriger als es aussieht. Mama hält gerade die Kamera. Ich muss ein bisschen lachen, mein Schatz. Aber du siehst süß aus. Witzig. Danke. Wie zum Fasching. Fasching. Warte, ist das ein Kompliment? Ja. Ja. Ich weiß es nur nicht. War das der Look, den du wolltest? Fasching? Also ich hatte mir ihn ein bisschen anders vorgestellt. Aber es geht auch. Bitte brich dir nichts, mein Schatz. Brich dir nicht die Haxen. Mami? Ja, ich wollte gerade fragen, ob du Zuckungen hast. Also, ich brauche doch hier noch so ein Ponytail. Oder? Ah, okay. Kannst du mir dabei helfen? Na klar. Danke. Bitte. 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 Ja, danke. Bitte. So schwer kann das doch nicht sein. Warum du nicht in High Heels läufst, wenn wir spazieren gehen. Oh Gott, wir müssen ja dahin. Genau. Du, das wird immer besser. Guck mal, ich glaube, du kannst das jetzt schon ganz normal, oder? Ja. Also, oh, wir hatten ja immer so einen langen Ponytail, also werden wir ihn jetzt machen. Falls meine Haare nicht lang genug sind, habe ich hier noch einen toten Hund. Oder man kann es auch noch Fake Ponytail heißen. Das ist kein echter Hund und der ist auch nicht tot. Es sind einfach Fake Haare, die wir dann dran klipsen. Haare sind fertig. Ich kann jetzt viel besser an diesem Schülchen laufen. Und ich brauche doch keinen toten Hund. Zum Glück. Ich werde mich jetzt erstmal betrachten. Wir gucken dann gleich mal, was der Papa sagt. Ich finde den Hersteller schon echt cool, dass hier oben
so die Haare ganz weit oben sind und dann die Haare, noch mehr Haare darum. Echt schön. Papi, wer bin ich? Ich brauche einen Tipp. Singerin? Amerikanisch? Angela Merkel? Die andere. Ariana Grande. Ich mische immer Angela Merkel und Ariana Grande. Das mag ich immer. Das sieht ganz gut aus. Und das sind die Schuhe bequem? Schaut, das ist das lila Kleid, was ich von meint. Es passt total zu meinem Pulli. Jetzt gucke ich mal, ob ich von Ihnen Bilder erstellen kann in meinem coolen Outfit. Als allererstes mache ich das hier. Mal gucken, ob ich diese Pulli hinkriege. Da komme ich mir irgendwie affig vor. Okay, gut. Ich versuche die Pose jetzt nochmal Ava Ari Style. Die TikTokers. Vielleicht kann ich mir ja mit ihr ein Duett machen. Mami ist gerade meine Assistentin und für dieses TikTok brauche ich einen Becher, also holt sie ihn gerade. So, meine liebe Ari, hier ist dein Becher. Danke, den lege ich erstmal hier hin. Mache ich hier Duett. Leider musste ich den Sound rausmachen wegen Copyright und mein Becher ist auch ein bisschen süßer. Ich habe nämlich keinen Starbucks-Becher gerade. Geht ja gerade nicht wegen Corona. Trotzdem süß. Dann stellen wir jetzt dieses Bild nach und dafür leihe ich jetzt mal einen von Mamas Handtaschen aus. Ich komme mir hier so erwachsen vor. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ob ich auch noch so ein Sommerkleidchen finde. Ich finde diese kleinen Sommerkleidchen immer voll süß, aber also freue ich mich da drauf. So, dann gucken wir jetzt erstmal. Irgendwie kann ich jetzt viel besser in diesen Schuhen laufen. Voll gut. Das sind die Kleider, die ich im Kleiderschrank gefunden habe. Und wir gucken jetzt auf den Bildern, ob die vom Stil so passen. Kommt mit. Das hier ist das erste Bild. Also ich denke, da würde vielleicht so das Blaue oder das Gelbe dazu passen. Dann das da wird auf jeden Fall das Grüne dazu passen. Oder, ach, das kann man nicht so gut sehen, aber ich denke das Grüne. Dann geben wir hier mal weiter. Da denke ich das Braune, weiß ich noch nicht ganz. Und hier denke ich mal wieder vielleicht Gelb oder Grün. Keine Ahnung. Naja, dann schauen wir einfach mal und ich bin gespannt, was ihr denkt. Ich glaube, ich ziehe erstmal das grüne Kleid an und dann ziehe ich mal an. So, dieses kleine Kleidchen finde ich richtig schön. Was denkt ihr also? Kann ich nochmal so ein bisschen um? Also ich finde das richtig schön. Für dieses Outfit habe ich noch diese schönen Schuhe angelassen, weil ich glaube, es ist auch das erste und letzte Mal, dass ich die anhabe. Und die sind einfach richtig cool. So, dann geht es weiter zum nächsten Outfit. Oh, warte, wir wollen ja auch noch ein Bild recreaten. Das da wollte ich machen. Und wie man sehen kann, ist hier dann noch so ein Halsband. Fürs Ava Max Video, da hatten wir auch so ein Halsband. Also kann ich einfach das benutzen. Jetzt habe ich mein Mikro und ich denke, wir fangen mal an. Eigentlich so, ich muss hier erstmal gucken. So, jetzt geht's zum nächsten Outfit und meine Schuhe. So, gut. Also ich denke, wir benutzen jetzt erstmal das Gelbe. Hier. Und so, dieses Outfit ist auch wunderschön. So ein gelbes Kleidchen mit ganz vielen Blumen. Ich habe schon eine Idee, welches Bild wir recreaten. Und irgendwie ist es auch super cool. Und wie ihr sehen könnt, die langen Schuhe sind jetzt auch weg. Aber dafür habe ich noch diese süßen goldenen Ballerinas an. Die sind auch richtig cool. Schaut mal, auf dem Bild hat sie auch so Pompom-Ohrringe an, deswegen ziehe ich mir gerade meine an. Und so ein Kleid mit Blumen. Kleid mit Blumen und auch noch so goldene Ballerinas, nur die sind eher so High Heels. Ist aber egal. Hauptsache, die Schuhe sind dann Gold.
Kleid, was ich anziehe, ist dieses von Raune. Das hier hat auch so einen Ausschnitt wie ihr. Also ziehe ich das erste Mal eh an. So, hier haben wir dieses Kleid. Ich bin noch ein bisschen zu jung, dass hier vorne ein Ausschnitt kommt. Also ist hier hinten so ein Ausschnitt. Und ich finde das Kleid richtig schön. Das hat so ein Bauhaus-Stil. Und diese braune Farbe ist auch richtig schön. Da sind noch ein paar Löcher, aber das noch so hier ein bisschen drunter, damit man nicht reingucken kann. Und ja, dann machen wir mal weiter. So, hier ist das nächste Kleid. Das finde ich irgendwie am schönsten. Ich meine, schaut mal, hier sind ein paar Ausschnitte. Nicht da. Da. Ja, irgendwie ist das einfach voll cool. Das hier kann man nicht wirklich benutzen. Ist einfach nur zum Blick. Ist aber auch okay. Wenigstens kann man die Tasche benutzen. Ich hasse es immer, wenn man so Taschen hat und die kann man nicht benutzen. Und da ist so, sind da immer, ich gucke mich da immer im Spiegel an. Deswegen gucke ich da immer so. Ja, hier sind dann noch so puffige kleine Ärmelchen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Deswegen nenne ich sie gerade so. Und irgendwie sind sie voll cool. Vielleicht ist es ein bisschen groß, aber ich glaube, in so einem Jahr wird es wieder gut. Also das behalten wir auf jeden Fall. Ich drehe mich jetzt nochmal. Bei dem I da oben könnt ihr noch abstimmen, welches Kleid ihr am schönsten findet. Also ich auf jeden Fall das Blaue. So, also Modenschau, umziehen, Fotos machen, macht Hunger. Und ich denke, die Ariana Grande ist vegan. Also muss ich jetzt mal gucken, was ich da essen kann. Also, die Ariana Grande isst immer Haferflocken mit hier so Beeren und Erdbeeren, aber ohne Milch, sondern mit Wasser. Mit Wasser. Also, ich mache das hier jetzt erstmal, kipp ein paar rein. Und Mami, ich meine meine Assistentin, könntest du das Wasser reinmachen? Natürlich, weil es gekochtes Wasser ist, mache ich das. Vorsicht! Das riecht sehr seltsam, ein bisschen wie Milchreis. Ja, das löst sich auch irgendwie auf, weil es soll ja Milch sein, nicht in Wasser. Meine Assistentin. Ja, Ari. Oh ja, ich habe vergessen, dass ich Ari bin. Kannst du es erst probieren, wenn es ja giftig ist? Du meinst, ich soll gucken, ob das giftig ist? Ja. Okay. Assistentin, guck mal da drüben hin. Warte, ja, was ist los? Jetzt ist die Ari vor ihrem eigenen Essen weggerannt. Ich glaube, ich mache mir dann einen Vegan Smoothie. Ciao. Okay. Sehr geschmacksneutral. Also, ich mache mir jetzt erstmal einen Smoothie. Dann fangen wir mal an. Hier, hol's 10 und dann noch ein paar Früchte wie Banane, Erdbeere und dann noch viel mehr. So, jetzt kippen wir hier noch ein bisschen rein. So. Sehr lecker. Es ist voll lecker, fast wie ein Eis und wesentlich lecker als dieser Porridge. Kann man es überhaupt Porridge nennen, wenn überhaupt keine Milch drin ist? So, mein Zopf löst sich langsam auf, also denke ich, es wird Zeit, dass ich mich wieder in Ava verwandle. Bevor ich Tschüss sage, will ich noch die Shoutouts sagen und dann noch das geheime Wort. Ich denke, wir fangen erstmal mit den Shoutouts an. Also, das YouTube-Shoutout geht an Davis Öztürk und das Instagram-Shoutout geht an Bumblebee177. Hallo Bumblebee und hallo Davis. Ja, und das geheime Wort ist cool. Wenn ihr es jetzt gehört habt, dann schreibt es unter meinen letzten Community-Post. Oh, und unter meinen letzten Community-Post mit dem geheimen Wort könnt ihr bitte noch schreiben, ob ihr denkt, ich habe es geschafft, mich in Ariana Grande zu verwandeln. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben.